Die Legende vom zu kurz geratenen Februar oder ein göttliches Rechenexempel. Klein Feber stand am Himmelstor. Ich muss zum lieben Gott. Drauf Petrus, wie kommt das mir vor? Ich leide Hohn und Spott, die anderen Monate sind frech und lachen mich nur aus. Drum streik ich, bin jetzt erstmal weg, da beißt nix ab die Maus. St. Peter ging gleich wohlbepartet hinein zum Himmelschef. Der Februar steht hier und wartet, dass er mit dir sich treff. Und milde sprach drauf Gott der Liebe, den Lütten lass nur rein, bringt dir das Wetter auch das Trübe, mein Wohlwollen ist sein. Ach, lieber Gott, hob an der Feber, was ich dir sagen will, es geht mir langsam an die Leber, der Tage sind nicht viel, nicht, dass ich mit den 28 schlicht ungenügsam wär, doch machen mich die anderen ranzig, vom Jänner bis zum Dezember. Ein jeder Monat hat, ob Winter, ob Herbst, ob Sommer oder Lenz, mit über 3 mal 10 den Hintergrund hoher Tageskompetenz. Gott überlegte kurz und sagte, Papst Gregor hat gemeinhin recht, es ist korrekt, was er da wagte, sonst klappte sein Kalender schlecht. Doch will ich ihn nun inspirieren, dass einen Tag hinzu er fügt. Mal sehen, ja, das könnte funktionieren. Im 4. Jahr steht's, das genügt. Und diesen Tag will ich dir schenken, mein guter kleiner Februar, dich mit Besonderem zu bedenken, inmitten meiner Monatsschar. Der Feber freute unermesslich sich über diesen Ritterschlag. Unbürokratisch, unvergesslich. Nun keiner nie mehr motzen mag. Und noch ein kleines Nachwort eines verschmitzt lächelnden Petrus. Wer ganz geschickt zur Welt gekommen in einem Februar und den Tag 29 hat genommen, der ist mit 80 noch ein Twin.